Ja, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem Kanal und zur nächsten großen Folge, das kann ich jetzt schon mal sagen, zumindest ausgabenzahlmäßig, für unser Weltraumpiratenschiff. Die Arcadia ist mal wieder dran. Genau, die habe ich mir zurechtgelegt. Ich habe ja noch ein paar Ausgaben hier liegen. Die letzten Bauschritte wurden ja von mir in Form eines Livestreams gemacht. Da sind wir schon gut vorangekommen auf jeden Fall, haben auch dieses große Stück hier verbaut mit einem Gehäuse. Das Schwert oder die Klinge, die hier vorne in den Rumpf mit reinkommt, haben wir auch schon mit eingebaut, das ganze Gehäuse mit Funktionen und alles. Schaut da unbedingt gerne mal den Stream an von vor ein paar Wochen, da habt ihr die Ausgaben, die ihr dann sehen könnt. Wir stehen jetzt bei Ausgabe Nummer 22 und ich habe gleich einen großen Schlag für euch, bis Ausgabe einschließlich 27 wollen wir heute verbauen. Es geht aber doch relativ flott. Wir kümmern uns in zwei baugleichen Folgen, das heißt, eine mache ich für mich, um die Torpedos, die vorne an den Rumpf des Modells rankommen, die auch ja nach zur Seite ausfahrbar sind. Wenn wir uns das Bild anschauen, das werden sie sein. Die werden wir bauen, zumindest das Innenleben von diesem Element werden wir bauen in zwei Ausgaben. Und dann gibt es noch ein Getriebegehäuse dafür, eine LED-Platine und ja, metallene Rahmenteile. Da sehen wir schon, so eine metallene mittlere Struktur wird das wahrscheinlich sein für unsere Arcadia. Da werden wir auch die ersten Elemente zusammenbringen. Also sechs Ausgaben, die uns erwarten, aber ich gehe davon aus, die kriegen wir gut über die Bühne. Deswegen habe ich sie mir jetzt auch zusammengelegt. Und ja, wenn ihr Lust habt, ich habe auf jeden Fall Lust, dann legen wir los. Mit Ausgabe 22 bis einschließlich der, da ist sie, die 27 für unser Weltraumpiratenschliff. Schliff, das Weltraumpiratenschlachtschiff, so ist richtig, die Arcadia von Captain Harlock. Viel Spaß. Los mit der Ausgabe Nummer 22 für unsere Arcadia, welche gleichzeitig auch die Ausgabe 23 ist, weil wir zweimal das gleiche tun. Einmal jetzt vor der Kamera und das andere mache ich dann für mich hinter der Kamera. Wir bekommen in Ausgabe 22, 23 ja quasi diese Fächer mit den Torpedos, die an den Seiten des Rumpfes ganz vorne mit herausgefahren werden können. Darum wird es gehen und das werden wir zusammenbauen. Es sieht schlimmer aus, als es ist, wenn wir die ganzen Einzelteile hier sehen, die Torpedos und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so dramatisch, wie es vielleicht aussieht. Das kriegt man relativ gut über die Bühne. Man braucht tatsächlich auch kaum kleben, nur so ein bisschen. Und dann legen wir los. Genau, wir starten mit dieser Basis, sagen wir mal so. Wir sehen hier ganz viele Löcher auf der Seite und auf dieser Seite. Hier sind die Fächer, nenne ich es mal, ein bisschen breiter als hier. Das liegt daran, dass wir so ein paar Wände haben oder Halterungen haben, ein paar dickere und ein paar dünnere. Die sollen erstmal an einem Rand, ist glaube ich egal wo, nehmen wir mal hier, also ich gehe mal nach Anleitung, eingesetzt werden. Hier haben wir zwei im Inneren, zwei Löcher, die sollen nach oben zeigen, weil da gleich die Torpedos eingesetzt werden. Das setzen wir erstmal nur so rein, das und dann ein schmaleres hier hin. Die halten auch ganz gut, so dass ihr hier sehen könnt, da habt ihr jeweils zwei Halterungen. Und dann kommt auch schon der erste Torpedo. Der hat hier an diesem Elementende zwei kleine Stifte. Die greifen, oder einer davon greift jetzt hier in das untere Loch von den beiden. Hier haben wir nun Schiene zum Halten quasi. Und hier soll der dann eingelegt werden. Nichts geklebt, noch nichts geklebt werden. Der soll hier erstmal so reingelegt werden. Haben wir. Dann sollen wir als nächstes zwei weitere Wände nehmen, das Gegenstück quasi, und gucken natürlich, dass die in Position bleiben. Zumindest, dass der Torpedo in Position bleibt, das wäre gut.
Nicht ganz so einfach. Man muss ihn, glaube ich, ein bisschen drehen manchmal. Das soll erstmal nur zusammengesteckt werden. Dann sollte man ihn eigentlich so ein bisschen reindrehen können. So. Dann hält er in Position und dann noch eine schmalere. Die kommt dann. Falsch rum, dann passt es doch nicht. So. Damit haben wir den ersten Torpedo schon soweit dran. Dann sollen wir den zweiten nehmen. Der wird hier drüber gelegt. Gleiche Position. Erstmal mit den beiden Pins nach oben und nach unten legen wir den hier so rein. Und dann sollen wir den einmal auf der Höhe, wo die Löcher sind, in den Halterungen, einmal den drehen. Und dann seht ihr, der rastet dann ein und dann bleiben die in Position. Ja, und dann soll das Ganze tatsächlich am Ende verklebt werden, aber nur ein bisschen von unten, weil die sind tatsächlich doch sehr stabil. Die sitzen schon gut mit drin, aber wir machen zur Sicherheit nochmal und befestigen die unten. Die fallen auch nicht mehr raus, das ist gut. Und unten soll dann ein bisschen Sekundenkleber an die Pins mit ran geschmiert werden, dass sie halt nicht mehr rausrutschen. So, das haben wir schon erledigt. Und oh Wunder, das Ganze passiert jetzt noch zweimal. Dann machen wir das doch glatt, indem wir auch die nächsten beiden einsetzen. Einmal ein großes und ein kleines. So, dann kommt auch hier wieder der Torpedo. Zumindest schon mal zwischen. Und dann das nächste Wandstück. Mit dem Zielen. So. Da sollten wir ihn auch schon reindrehen können eigentlich. Damit wir wenn wir die Position treffen. Das hat sich die Anleitung anders vorgestellt und ich kann auch verstehen, warum. So, jetzt haben wir es richtig. Den genauso. Und dann kommt der vierte Torpedo. Einmal hier so rein, dann können wir den jetzt in die Halterung reindrehen. Oben geht das besser. So, haben wir. Und dann noch ein drittes Mal. Kleben mache ich gleich. Einmal, zweimal. Erster Torpedo dazwischen. Wandstück. Also nicht andersrum. Wieder, ne? Erst einsetzen hier. Und dann hoffen, dass es idealerweise gleich passt. Hört sich ein bisschen brutal an, aber passt trotzdem. So. Und dann der sechste, den wir auch hier so einlegen können. Und dann haben wir alle Torpedos dran, wie ihr sehen könnt. Das geht locker flockig. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr Sekundenkleber an die Füße machen hier. An die letzten Verbindungsstellen. Damit das auch alles gut hält. So, und dann kann das von unten trocknen. Das ist der erste Schritt gewesen. Dann kommen jetzt als nächstes diese drei, ich nenne sie mal Torpedo-Mündungsklappen, weil sie halt auch die Klappen sind, die halt danach ausgefahren werden oder die halt den Rumpf abschließen. Auch da sollen wir ein bisschen Sekundenkleber jetzt an die Pins hier machen. Das sind ein paar mehr Pins, deswegen... Mal gucken, so einer und dann setzen wir den ersten mit drauf. So, einmal, ihr seht, das Ganze ist ein bisschen,
Das geht zu dieser Seite hin einfach schmaler, das heißt, sie müssen natürlich auch richtig dann draufgesetzt werden. Und das gleiche nochmal mit dieser Seite. So. Klappt auch. Und einer geht noch. So. Und die letzte Klappe. So. Wunderbar. So sieht das Ganze aus. Super Sache. Und dann kommt auf die Rückseite noch diese Halterung. Hier ist sie, hier ist sie einmal offen, da haben wir zwei Schraublöcher und einen kleinen Pin. Die kommt hier mit rein, die Halterung, so, dass hier die Seite so absteht. Und dann kommen zwei Schräubchen zum Einsatz, zwei ganz kleine, zarte, die das Ganze dann befestigen werden. Nichts Weltbewegendes, einmal. So. Zack. Und zweimal. Und damit haben wir dieses Torpedo-Element soweit fertiggestellt. Das passiert jetzt in der Ausgabe 23 nochmal. Das mache ich jetzt für mich einmal hinter der Kamera fertig. Und dann geht es mit den nächsten Ausgaben weiter. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Nicht mehr zu tun, würde ich gar nicht sagen, aber ein bisschen andere Sachen zu tun. Dieses Gehäuseteil, das brauchen wir momentan noch nicht weiter. So, ihr Lieben, wir machen gleich weiter im Text. Mittlerweile haben wir beide von diesen Torpedo-Räumen, wie man sehen kann, soweit fertiggestellt. Die können jetzt zur Seite gelegt werden. Und jetzt habe ich die nächsten zwei Ausgaben für euch hier, 24 und 25. Da wollen wir uns um Folgendes kümmern. In der 24 geht es um den Bau von einem Getriebegehäuse. Ich habe erstmal beide hier aus beide Ausgabenteile schon ausgepackt. Und zwar brauchen wir hier dieses Gehäuseteil, wo wir einmal diese Schnecke und dieses Zahnrad, welches hier einmal befestigt ist, nehmen sollen. Das Zahnrad soll hier in dieses Loch mit rein und diese Schnecke hier mit rein. Und zwar genau so, wie es jetzt hier liegt. So. Haben wir. Und dann soll das Ganze auch schon dicht gemacht werden mit dem oberen Teil von dem Gehäuse. Zack. Einfach dicht. Und dann wird es verschraubt. Viermal, so wie das aussieht. Genau. Dann machen wir das doch. Gar kein Problem. Einmal hier ein Schräubchen. Dann einmal hier. Dann kommen wir hierzu. Und die vierte Schraube, damit ist das Gehäuse dicht. Was mir gerade eingefallen ist, jetzt sehe ich gerade den nächsten Schritt. Das ist natürlich super, wenn man sich vorbereitet. Oder nicht vorbereitet in dem Fall. Jetzt soll man nämlich den Motor nehmen und testweise einmal ein bestehendes Kabel M4, das habe ich mal abgeklemmt, mal einsetzen, um hier den Motor zu testen, ob er funktioniert zumindest. Jetzt habe ich natürlich das Kabel schon hergeholt, aber noch nicht das Batteriefach. Deswegen muss ich euch mal eben kurz mit zumindest zu meinem Karton nehmen und zur Testplatine mal eben herholen. Da ist sie. Und euch mal eben hier dran knüppeln. So, jetzt können wir das Ganze auch einmal testen, indem wir, ja, Ströme haben wir, dann einmal hier einsetzen sollen. Und dann sollte sich idealerweise was bewegen. Passt. Perfekt. Damit ist das gegeben und dann können wir den Stecker auch wieder abziehen, weil der soll nur wieder zurück an den Punkt, wo es hin soll. Und dann kann der Motor eingesetzt werden. Natürlich muss man hier das achten, dass es zusammengreift.
Tut's noch nicht. So, jetzt greift zusammen und soll dann oben und unten nochmal verschraubt werden. Mit dem Kabel nach außen, so wie das aussieht. Das kriegen wir aber auch hin. Keine Kunst. Einmal und zweimal. So, haben wir auch dran. Das war alles für die Ausgabe 24 und dann kommen wir schon zur Ausgabe 25, wo wir diesem Gehäuse jetzt noch ein paar Zahnräder geben wollen. Und zwar mal eben gucken, dass wir es richtig legen. Ein bisschen näher ran hier an die Geschichte. Jetzt kommt dieses Zahnrad mit dazu. Das ist an einer Seite, wie ihr sehen könnt, hier ein bisschen höher. Das soll aber anscheinend nach unten zeigen. Dann machen wir das. Wird hier auf den goldenen Zapfen gesteckt, was ja aus dem ersten Zahnrad entspringt. Das passt gar nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so vielleicht besser passt. Na doch, okay. So. Haben wir. Und dann kommen diese beiden Schienen dazu. Sind die identisch? Die sind identisch, sollen aber an verschiedenste Punkte gesetzt werden. Mit den Pins nach oben sollen die hier eingesetzt werden. Hier haben wir noch so einen Zapfen an der Seite. Der soll genau hier an das Ende greifen. Von diesem hier Element da soll es genau angesetzt werden. So. Und das andere gegenüber auch hier am Ende. So soll das wohl eingesetzt werden. So soll es kommen. Okay, und soll dann mit dem größeren Gehäuse hier, dieses welche, auch festgesetzt werden mit vier weiteren Schrauben. Was das für einen Sinn und Zweck hat, wird man vielleicht gleich mal sehen, wenn wir das testen zum Ende. Ich mache noch ein bisschen weiter und dann können wir vielleicht mal gucken, ob das irgendeinen Sinn hat. Wobei, na gut, wenn das kein Ende verspürt, weiß ich nicht. Nicht anders, dass das Ganze um die Ohren fliegt. Das sieht noch ein bisschen unfertig aus, muss man ja auch ganz klar sagen. Und es wird nichts von Testen gesagt. Manchmal kann es offensichtlich sein, dass man es testen kann, manchmal aber auch nicht. Deswegen, manchmal sollte man Vorsicht walten lassen. So, das sitzt aber alles mit in Position. Ja, und wir bekommen auch dieses metallene Rahmenstück, das brauchen wir aber gleich. Ja, wenn das Spielkind wieder neugierig ist, dann testet man es trotzdem, obwohl man es nicht darf, aber stellt fest, es funktioniert. Denn wenn man jetzt den Motor, ich habe es mal alles wieder angeschlossen, aktiviert von diesem Element, da passiert nichts, falscher Knopf. So, seht ihr, dass die beiden Zahnradelemente oder diese beiden Elemente mit den Zähnen dann nach links und nach rechts oder nach oben und unten, je nachdem wie es eingebaut wird, dann sich bewegen. Also Funktion gewahrt, wunderbar. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall, wie es sein soll. Mit einem schön angenehmen Motor. Muss ja nicht immer so rumkrächzen. So, das haben wir erledigt und wir machen gleich weiter mit den letzten zwei Ausgaben für heute. Die hier, die 26 und 27. Wir brauchen als erstes die 26, wo aber nicht viel passiert. Wir brauchen nämlich das Rahmenstück, was wir gerade eben bekommen haben, und bekommen neues Rahmenstück, das große hier. Und die beiden werden miteinander verbunden. Mehr passiert in der Ausgabe nicht. Jetzt muss man gucken, wo das angesetzt wird. Hier, da kommt es ran. Hier haben wir zwei Pins und zwei Löcher. So kommt das zusammen und dann wird mit vier Schräubchen das Ganze festgesetzt. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Es ist ja blankes Metall. Oh, es geht. Ich nehme mal doch einen größeren. Könnte besser sein, aber eigentlich klappt das. Mal gucken, was hier passiert.
Der ist schon zu groß. Der ist eigentlich schon ideal. Na, einmal, zweimal. Dreimal. Ja, keine Kunst. Und eine vierte. Das ist dann das Ergebnis für die Ausgabe 26. Mehr wird da auch nicht passieren. Das heißt, es bleibt noch... So. Das ist fest. Bleibt dann noch eine Ausgabe. Und das ist die 27. Wo aber ein bisschen was mehr passiert. Und zwar sollen wir erst einmal unsere Konstruktion mit der Klinge, die wir hier im Livestream zuletzt gebaut haben, diese hier, einmal mit einem Kabelsticker ausstatten. Und zwar M6 kommt da dran. Na, dann nehmen wir uns den doch und platzieren den hier an das Ende des Kabels. So, das können wir auch wieder zurechtlegen. Brauchen dann dieses Kabel mit einer LED-Platine dran. Sollen das einmal laut Anleitung testen. Also Tester daher. Einstöpseln und gucken, ob es leuchtet. Vielleicht auch nur grob einstöpseln. Ja, ihr seht aber, wenn ich es auch richtig halte. So, da seht ihr, es leuchtet. Wunderbar. Passt. Und soll auch mit einem Sticker ausgestattet werden. A12. Das ist der hier oben. Machen wir auch. Dient alles zur Identifikation, wenn die Teile dann an die entsprechenden Steuerplatinen kommen. Und wir haben noch ein, nee, zwei Kabel haben wir noch. Welches ist denn das jetzt? 2707. Ja, ist es das jetzt hier oder das jetzt hier? Wenn es ein großes und ein kleines, ich denke mal, das wird das große sein. Das sieht doch so groß aus. Da kommt an den größeren Stecker, so wie es aussieht, genau, das der Sticker M7. Zack. Und das kleinere Ende wird dann hier in den Motor vom gerade eben getesteten Element mit eingestöpselt. So. Können wir auch zur Seite legen. Dann kommt die LED-Platine wieder zum Einsatz. Die soll in dieses Fach mit eingelegt werden. Verkehrt rum, so wie, nee, nicht verkehrt rum. Nach oben die LED, sonst wird es keinen Sinn machen. So, komm schon eindrücken, weil da zwei Pins sind. So. Und wird dann kopfüber in dieses Element, das haben wir gerade eben schon bekommen, aber nicht gebraucht, eingesetzt. Dazu kommt noch ein Glas, das kommt hier mit rein. So. Und dann kommt das Stück kopfüber mit rein. Das Kabel soll auf diese Seite zeigen. Also kommt das hier rüber. So. Und wird mit zwei Plastikschrauben festgehalten. Dann wird es quasi, sieht aus wie so eine innere Beleuchtung auf jeden Fall. Dann machen wir das. Zack. Und das ebenfalls. So. Haben wir auch dran. Und zum Schluss, und das ist auch schon der letzte Schritt für heute, die letzte Amtshandlung, nehmen wir uns nochmal den Rahmen daher. Und da kommt nochmal ein weiteres Stück mit drauf. Genau, sollen uns den hier einmal umdrehen. Und hier wird jetzt das nächste Rahmenstück mit angesetzt. Das kommt hier oben mit ran und soll auch mit vier Metallschrauben verbunden werden. Und damit haben wir dann alles erledigt, was wir heute zu tun haben. War dann doch übersichtlich. Aber trotzdem, ne, wir sind sechs Ausgaben vorangekommen. Das darf man auch nicht vergessen. So, dann einmal hier. Das ist schon ganz spannend, was wir alles schon gebaut haben. Wir haben noch nichts, was wir zusammensetzen können. Klar, die Aufbauten, ja, die ganzen Geschütztürme haben wir auch, zwei Stück. Den Kommandoturm haben wir natürlich schon, den Raketenwerfer. Das vordere Rumpfteil, dann die Klinge mit dem entsprechenden Motor und alles. Das haben wir schon alles und den Getriebe. Und jetzt geht es so langsam, glaube ich, an den unteren Bereich im vorderen. So, und damit haben wir das soweit dran. Gut, und das ist es tatsächlich gewesen. Das kurze Kabel, das hier, brauchen wir noch nicht, sondern können es erstmal zur Seite legen und das ist das Ergebnis dann für heute. Diese Metallstruktur haben wir gebaut. Dann natürlich die beiden Torpedo-Lager, wenn man es so nennen möchte.
Ne? Da sind sie. Dann dieses Getriebe mit entsprechendem Kabel ist mit zusammengesetzt worden. Und hier gab es auch noch mal was mit Beleuchtung. Das ist das Ergebnis, die fertigen Bauteile für heute. Ja, ihr Lieben, 6 Ausgaben am Stück haben wir heute verbaut. Die Ausgaben 22 bis 27 sind fertig. Wir haben einmal, wie gerade schon gesagt, die Torpedo-Fächer bzw. die Mündungsklappen haben wir soweit fertiggestellt. Dann noch ein Getriebe, das ist dieses hier, was ihr auch schon, wie ihr gesehen habt, gut funktioniert hat. Dann ein Innenraumteil anscheinend mit entsprechender Beleuchtung ausgestattet und ein inneres Rahmenstück ist ebenfalls aus Metall, wie ihr sehen könnt, hier schon mal ein bisschen zusammengewachsen. Ja, wie geht es beim nächsten Mal weiter? Ich habe aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 3 Ausgaben hier. Ich gehe davon aus, wenn ich das Ganze so sehe, dann wird hier auf jeden Fall noch ein ganzer Raum drumherum gebaut und dann auch an der Metallstruktur mit verbaut, so wie das aussieht. Und dann gehen wir, glaube ich, in den weiteren Ausbau des Ganzen. Weiteres Getriebe wird zusammengesetzt, genau, damit sich das Ganze auch bewegen kann. Und es geht dann an einen Flieger. Und ich denke mal, dass diese ganze Konstruktion, das hier später, ein Hangar werden wird, wo sich die Klappe unten an dem Schiff öffnet und dann ein Space Jet herausgefahren werden kann. Ich glaube, dass es das am Ende sein wird und was dann der Schritt für die nächsten Ausgaben sein wird. Ja, das kommt dann beim nächsten Mal oder in den nächsten Malen, je nachdem, wie viele Ausgaben dann noch so sich dafür, die dafür da benötigt werden. Für heute sind wir aber erstmal durch. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne im Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Kanal aber auch sehr gerne, würde mich sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal, egal welches Projekt, euch allen noch immer schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, viel Spaß beim Weiterbasteln mit euren Projekten oder beim Bestöbern dieses Kanals natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.